Da ist sie, meine Stubenfliege der Woche. Meine Stubenfliege der Woche, der Videobeweis, Leute. Warum? Weil er halt einfach in der derzeitigen Form, in der derzeitigen Ausführung weder tragbar noch für einen Fan vermittelbar ist. Da musst du dir einfach mal vorstellen, du hast eine Situation, in der es einen Luftzweikampf gibt. Wir müssen überhaupt nicht darüber diskutieren, dass es ein Foulspiel von Delaney war. Aber Dankert steht da 5 Meter von entfernt, hat freie Sicht auf die beiden, entscheidet das im Spiel vollkommen anders, lässt weiterlaufen. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, was dann alles passiert. Es gibt eine Art Pressschlag von Eggestein mit einem Herthaner. Ball landet bei Theodor Gebrselassie, der gefühlt 100 Minuten mit dem Ball läuft. Dann außen Gondorf anspielt. Gondorf bringt den Ball rein. Eggestein sprintet von der Mitte nach vorne. Verwertet 1-0, denkste. Denn was passiert dann? Dann kommt irgendwie das Zeichen aufs Ohr und es heißt irgendwie Videobeweis. Hier Dankert, der übrigens einen extrem beschissenen Tag hat, schau doch mal irgendwie dir das Ding hier an und entscheid dann vielleicht nochmal neu oder um. Das heißt, in dem Moment, wo ein komplettes Stadion schon irgendwie eskaliert, wo alle Fans am Fernseher schon irgendwie abgeschaltet haben, steht der 1-0 und so, musst du da jetzt irgendwie was vermitteln, dass eine Situation, die gefühlt Ewigkeiten davor passiert ist, jetzt dafür verantwortlich ist, dass dieses Tor zurückgenommen wird. Theoretisch natürlich, wenn man es jetzt irgendwie hart auf hart nimmt, wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Aber bei alledem, dass es bis zum heutigen Spieltag immer unterschiedlich interpretiert wird von den Schiedsrichtern oder auch entschieden wird, das ist eine total unbefriedigende Situation für jeden Fan. Das betrifft ja nicht nur uns in Bremen. Und ich finde auch ganz ehrlich, da nimmst du dem Fußball auch ein Stück weit mehr seine Seele, als es ohnehin im Moment schon der Fall ist. Und dann hast du noch das Parallelspiel Leipzig gegen Hamburg, wo eine glasklare Abseitssituation von Kostic nicht geahndet wird. Und was macht der DFB bzw. die DFL? Die sagen halt einfach, ey Leute, es gibt keine kalibrierten Linien und es gibt halt irgendwie keine geeichten Systeme, dementsprechend kein Dienstleister, der von der FIFA dann auch irgendwie legitimiert ist oder zertifiziert ist, also können wir das einfach nicht entscheiden. Das heißt, du führst eine Technik ein, die alles fairer machen soll und für so einen Fall hast du halt einfach keine Lösung. Was ist denn das bitteschön für ein Scheiß, entschuldigt die Ausdrucksweise. Und dann das Allergeilste, geht mal auf die Seite der DFL. Guckt euch das an, was da zum Videobeweis steht und dann schaut euch mal die 4 Punkte an, wann der Videoschiedsrichter eingreifen darf. Da seht ihr direkt im ersten Punkt bei einer Torentscheidung und da heißt es dann in Klammern Foulspiel, Handspiel, Abseits und anderen groben Fehlentscheidungen. Da steht es halt noch auf der Seite, aber da frage ich mich auch, wie ist das möglich, wenn es keine kalibrierten Linien gibt, Leute?